Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Jo, wir spielen gegen, also wir verteidigen gegen eine Söldnerarmee, wobei das nicht sehr spannend wird. Also, ja, wir werden haushoch gewinnen. Und wenn nicht, dann bin ich schlecht. Dann, wenn ich das hier nicht gewinne, dann gebe ich auf. Dann hört Sparta auf. Okay, ich hoffe, wir werden das gewinnen. Also an sich kann ich nur gewinnen. So, hier sind die Hopliten. So. Die da werden. Das ist halt die Frage, ob die hierhin gehen oder nicht. Ich könnte mich auch hier oben zurückziehen. Aber das schauen wir dann. Defensivposition. Und die Katapulte kommen hier hin und dahin. Und der da kommt hier hin. Ja, das passt schon. So. Die müssen brennende Geschosse nehmen. Und ich könnte mal mit denen selbst schießen. Oh Gott. Die Sensibilität ist auch ein bisschen heftig. Der ist daneben. Der ist auch daneben. Der könnte passen. Super. Okay, der wankt schon, das ist gut. Und der flieht. Sehr gut. Oh, das war knapp. So, jetzt muss ich schauen, dass ich die dann mal hier wegbringe. Habe ich nicht gesagt, beide brennende Geschosse? Eigentlich schon, nicht? So. Der ist gut. Der ist auch gut. Unser General wird angegriffen. Ja. Das ist auch gut. Steinschleuderer! Zu euren Diensten. Ihr stellt euch mal da auf. Er hat keine Munition, das ist aber in Ordnung.
Das heißt mal Schwertkämpfer und Schwertkämpferinnen. Also damit sollte ich auch kein Problem haben. Also die Schwertkämpferinnen sind haben sehr gute Durchdringung, also sehr guten Schaden. Aber das war's. Also die Männer sind eigentlich immer die, die mehr aushalten, und die Frauen sind die, die mehr Schaden machen. Also bei Rome jetzt. Das ist gut, dass der wieder hierher kommt. Den habe ich ja zum Beispiel auch zu nah dran getan. Sehe ich natürlich jetzt, wo es zu spät ist, das noch zu ändern. Wunderbar. Interessant ist ja jetzt auch die Steinschleuderer herbringt. Okay, dann hole ich mal die Jugendlichen. So. Aber wie gesagt, also das, sobald man mindestens eine Pikeniers-Einheit hat, kann man. Also ist es für den Angreifer sehr, sehr schwer zu gewinnen. Genau, jetzt kommt die Kavallerie, versucht das Tor einzureißen und so. Also, alles schön und gut. Ja, jetzt, also die hauen schon ein bisschen mehr rein. Aber, naja, Pikeniere frontal anzugreifen ist eigentlich nie wirklich gut. Die schießen auch nicht wirklich, ne? Und ihr stellt euch jetzt mal so dahin. Und ihr stellt euch wieder so dahin. Und dann komplette Vorspulung. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, Surprise. Ja, easy. Vor allem mit solcher Armee kann man eigentlich nur gewinnen, wenn man das automatisch macht. Also, ja. Aber was interessant ist, die KI kann eigentlich selten die Pikiniere gut einsetzen. Hatte ich versklavt die? Ja. Das ist an sich die gleiche Armee. Das machen wir jetzt automatisch. Weil, ja. Hat er noch weniger Chancen. Das sieht sogar die KI. Okay, das wird dann interessant.
Gemeinsam haben wir viel erreicht. Doch trennen sich hier unsere Wege, wie es bei irdischen Angelegenheiten oft... Wir haben das militärische Bündnis mit mir gebrochen. Das ist ja interessant. Kind geboren. Das ist wunderbar. So. Das ist echt sehr interessant. Du gehst mal hier rüber. Erfahrung für neue Rekruten. Das ist natürlich Verschleiß weniger. Okay. Gut, der geht mal hier hin. Wie groß ist die Garnison? Die ist gar nicht groß. Die ist gar nicht vorhanden. Dann machen wir es so, dass ich Gewalt marschiere und zwar hier rein. Weil sonst hätte er erst nächste Runde einfach übernehmen können. Was ist da oben denn los? Dann könnte ich eigentlich mit der mal hier ein bisschen Stress machen. Und dann hier rein. Tja, viel Spaß. Du gehst mal normal weiter. Und zwar nach hier. Lass mal auskundschaften. Okay, der baut jetzt zwei militärische Gebäude rein. Damit er noch mehr... noch eine größere Garnison bekommt. Das ist eine 20er Flotte. Ist natürlich auch nicht so super für mich. Da brauche ich noch zwei Runden. Du bekommst aber nichts. Du wirst ja auch gleich sterben. Voll gemein von mir, ne? So, hier holen wir mal die nächste Partherstadt. Ist ja auch interessant gewesen, also historisch gesehen, was passiert wäre, wenn Sparta wirklich gegen die Parther gekämpft hätten. Weil die Parther waren ja eine sehr, sehr harte Nuss gegen die Römer, also die Römer hatten kaum Chance gegen die. Beziehungsweise, und die hatten schon eine Chance gegen die, so ist es nicht, aber die Parther waren so ungefähr die Endgegner der Römer, zumindest im Osten. Weil die hatten Plänkler-Kavallerie und also. Die ganze Strategie von den Römern kam da ja nicht zum Erliegen, aber es war sehr schwer für sie, weil die ganzen Legionäre und nicht nur die Legionäre, sondern also die ganze Formation und die Ausstattung der Legionen waren schwere Infanterie, leichte Kavallerie oder halt auch schwere Kavallerie. Und dementsprechend war das ziemlich ziemlich hart für die gegen einen Gegner zu kämpfen, der eben sehr leichte und schnelle und wendige Einheiten hatte. Genau. Und dementsprechend waren die... Warte, ich muss mal kurz schauen. Königliche Garde. Dementsprechend war die Angst vor den Parthern sehr groß. Deswegen haben die Römer auch sehr viele Klientelkönigtümer im Osten
aufgebaut, in die als Pufferzone galten. Und ja. Oh Gott. Dass der Römer halt immer noch so aktiv ist, ne? Finde ich echt lustig. Was macht denn der da? Hui, hui, hui. Oh, da sind auf jeden Fall auch wieder zwei volle Armeen drin. Das ist halt auch nicht so gut. Wieso kommt Numidien jetzt nach Norden? Wir fordern nur eine geringe Summe. Ja, können wir machen. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Gnetil. Ich mache dieses Angebot im Namen meines Gebieters. Alter. Denn er ist ein weiser. Ich bin zwar nicht mehr vertrauenswürdig, weil wir vor paar Runden erst Frieden geschlossen haben, aber ich sehe es nicht. Also ich finde, es ist eigentlich kein Bruch, sondern er hat aufgegeben. So sehe ich das eigentlich. Naja, dann bin ich halt nicht mehr vertrauenswürdig. Es kann halt ja jetzt nach hinten losgehen und einige andere Reiche oder Klientel, Königtümer von mir können jetzt abspringen, weil ich eben nicht mehr vertrauenswürdig bin. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Da oben? Ja, meine Güte. Je mehr, desto besser. An sich, würde ich das auch nicht machen, weil erstens, Die Götter zeigen ihren Unmut über unseren Bund. Sie ließen sich mit Gold besänftigen, denke ich. Du hast es gebrochen, du Idiot. In Verruf gebracht. Ein gegnerischer Windträger hat euren Untertanen erniedrigt, wodurch seine Fähigkeiten und sein Selbstbewusstsein gesunken ist. Du Blödmann. Lusitana ist zerstört. Land für Feind offen. Da musst du erstmal an meine Garnison vorbei. Also sehe ich jetzt nicht so ein Problem. Okay, ich habe mach hier mal das da. So, und du kümmerst dich mal um die gegnerischen Typen. Hier ist es eigentlich auch relativ. Oh, da ist ein Diktator. Aha. Interesting. Noch eine Runde bleiben die da. Weil dann habe ich da auch eine Garnison. So, okay. Seleukia ist auch frei. Die Garnison von dem ist auch nicht wirklich krank. Sondern gesund. Und ihr ist tot. So. Entschuldigung. hier ist alles fein. Da ist alles fein. Dann machen wir mal hier das da, hier das da, hier das da und da das da. Okay, irgendwie läuft es gerade besser als erwartet. Okay, noch eine Runde.
Und du schnappst dir jetzt mal Stadt. Ui. Ach, das ist keine Flotte, das ist eine Armee. Gut, weil bei Nachtangriff kommt die Verstärkung nicht. Ich belagere mal weiter. Gehst du mal Richtung Süden und unterstützt die da. Gut, das sieht ja jetzt eigentlich schon relativ ordentlich aus. Das sieht ja alles sehr ordentlich aus hier. Bum bum. Bum bum. Ja. Du bekommst jetzt hier die da. Du bekommst die da. Du bekommst gar nichts. So. Ich glaube... Das werden wir noch kämpfen. Wobei, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Hier auf dem Kanal oder auf nicht auf dem Kanal. Also ich meinte im Stream. Gut, bis dann. Bye bye.